Also, wir sind hier gerade bei einem Weinbauer aus dem Piemont, das ist der Felice. Er hat uns hier gerade Wein ausschenken zum Degustieren. Felice. Ja, grüezi miteinander. Hoi, gut, danke. Sowieso, wenn man hier im Kanton Uri kann, die Weine zeigen natürlich aus dem Piemont. Und der Tino Planzer ist mein Importeur da für den Kanton Uri. Er vertreibt meine Weine hier natürlich. Und die Dürner Bevölkerung ist natürlich froh, dass sie die Weine so nahe kaufen können, weil sonst müssen sie zu mir bis ins Piemont reisen. Ich bin der Nähe von Asti daheim. Ich denke, du musst ein das ist etwa so 3,5 Stunden von da. Ja. Ja. Und immer durch den Gotthard oder über den Gotthard. Das ist doch schön. Okay. Jawohl. Okay. Und du tust den Wein selber produzieren. Ja. Wie lange machst du das schon? Also ich habe das Weingut vor rund 13 Jahren gekauft. Jawohl. Also genau 13 Jahre kann man jetzt sagen. Und seit 12 Jahren produziere ich den Wein selber. Was sind denn so die Schwierigkeiten, wenn man anfängt mit dem Wein produzieren? Das ist ja eine Wissenschaft. Also das Hauptproblem ist ganz sicher, zuerst sich mal einfühlen in die ganze Materie, was überhaupt die Reben dort für eine Funktion haben. Weil es geht um das gesamte Mikroklima, um die ganze Umweltgestaltung und so weiter. Wir haben vor rund 50 Jahren flächendeckend quasi eine Monokultur mit Reben. Und heute hat es sehr viele Wälder auch rundherum. Und das gibt eine komplett neue Situation, auch von den Insekten her. Und darum haben wir immer zu kämpfen mit gewissen Viren und so weiter. Und das ist die Hauptaufgabe, die wir jetzt bewältigen müssen, dass wir die Viren wieder in den Griff bekommen können, wie sie Rebstöcke befallen, insbesondere die alten, autochthonen Rebstöcke von diesem Gebiet. Wie alt wirkt so ein Rebstock? Ich sage immer, wie ein Menschenleben. Man muss, wenn sie ganz jung sind, gut zu ihnen schauen. Ja. Dann können sie sehr alt werden. Also bei uns im Schnitt über 50-jährig. Im Moment habe ich Rebanlagen, die sind bis zu 80-jährig. Insbesondere die unglaublich. Ja. Ja. Und die Qualität der Trauben, die bleibt bis zum Ende? Also die Qualität, die wird sogar noch gesteigert eigentlich. Ja. Der Rebstock produziert allerdings auch deutlich weniger. Also man sollte eben nicht nur materialistisch denken, sondern man sollte effektiv auch daran denken, dass man Qualität produzieren will. Und aufgrund von dem sollte man die alten Rebstöcke alle so gut wie möglich bewahren. Wie viele Liter oder Hektoliter oder Flaschen darfst du produzieren pro Jahr? Also ich arbeite auf einer Fläche jetzt produktiv von 6,5 Hektaren und mache knapp 35'000 Flaschen. Also wir reden ungefähr von 500-600 Gramm pro Quadratmeter Trauben, die wir ernten pro Jahr. Das wird nur in der Schweiz verkauft? Oder 80% von meiner Produktion wird in der Schweiz verkauft. Ja. Da ist meine Kundschaft daheim, die anderen 20% in Italien. Sehr gut. Ich sonst zu wenig Menge haben, um auf Deutschland, Holland, Belgien und so weiter können zu exportieren. Felice, vielen herzlichen Dank. Danke. Viel Erfolg noch. Bestens. Schönen Tag. Ciao. Danke.